Also ich habe echt gar keine Lust, heute über dieses Thema zu reden, weil es wieder so trashig ist und dämlich ist, meiner Meinung nach. Aber irgendwie kann ich nicht anders. Einige von euch, die diesen Kanal schon etwas länger verfolgen, haben vielleicht ein paar von meinen TikTok-Reactions gesehen. Ich meine, so viel habe ich davon jetzt nicht gepostet. Aber ihr habt sicherlich mal dieses Gesicht gesehen oder dieses Gesicht gesehen. Speziell dieses Gesicht hier, denn zu ihm habe ich schon ein ganzes Video hochgeladen. Und bevor ich nämlich auf diese beiden jetzt hier eingehe und was aktuell auf TikTok passiert und auf jeder For You-Page auftaucht, möchte ich nochmal kurz über dieses Video speziell sprechen und Menschen daran erinnern, was da überhaupt passiert ist. Vor einigen Monaten hat Gio, der von sich aus sagt, dass er non-binary ist, aber männliche Pronomen benutzt und auch Testosteron nimmt. Dieses Testosteron aber in kleineren Dosierungen einnimmt, wenn ich das jetzt alles so richtig verfolgt habe, weil er nicht jedes männliche Merkmal mag, aber dennoch einige davon haben möchte. You know, just non-binary things, okay? Er hat als nicht-binäre Person anderen nicht-binären Personen eine Anleitung gegeben auf TikTok, in mehreren TikToks, also so eine richtige Schritt-bei-Schritt-Anleitung, wie sie zum Psychologen gehen können und dem Psychologen literally anlügen, um dann an dieses Rezept zu kommen. An das Testosteron oder an die Testospritze, wie auch immer, ne? Weil das ist halt verschreibungspflichtig. Wie bekomme ich als nicht-binäre Person in Deutschland Testosteron? Es ist natürlich möglich, es irgendwie über das TSG zu versuchen. Dadurch, dass ich aber nicht in Therapie bin, beziehungsweise nicht diesen Weg des TSG durchlaufe und beispielsweise meine Mastektomie selber gezahlt habe, mehr dazu in dem Video, aus dem der Kommentar stammt, habe ich das jetzt auch mit Testo ein bisschen anders gemacht. Vielleicht, hoffentlich klappt das auch für euch. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, habe ihr gesagt, dass ich mich als transmaskulin identifiziere und gerne mit Testosteron anfangen möchte. Habe auch dort direkt ein Blutbild für Testo machen lassen. Die war dort total offen dafür und hat mir direkt ein Schreiben gegeben für die Endokrinologie. Ich weiß, alle Transaktivisten, speziell auf TikTok, werden jetzt wahrscheinlich aufstehen und schreien und sich im Kreis drehen. Aber tatsächlich ist es so, dass Geschlechtsdysphorie nur binär diagnostiziert werden kann. Und nicht, wenn eine Person sagt, dass sie sich keinem Geschlecht zuordnet, kann man auch nicht feststellen, dass sie ihre Geschlechtsmerkmale ablehnt, wenn sie sich keinem Geschlecht zuordnet. Und man so auch nicht, zumindest wenn man ein verantwortungsvoller Arzt ist, einem Menschen, der das sagt, ein Hormon verschreiben kann, ne? Und dann gegengeschlechtlich sich therapieren kann. Das ist halt alles andere als verantwortungsvoll. In Gios Fall hat es aber funktioniert, denn er hat Testosteron dann verschrieben bekommen und hat halt im Anschluss dann seinen Followern, die natürlich auch alle super jung sind, erklärt, wie er es genau geschafft hat. Das ist ungefähr dasselbe, als würde ich jetzt hier in meiner rechten Hand Morphium rausholen und euch sagen, Leute, ihr könnt euch aufschreiben lassen, wenn ihr eurem Arzt das und das sagt und die Symptome fake, dann kriegt ihr das auch verschrieben. Ne? Also nehmt es einfach. Die Tatsache, dass Menschen das nicht als verantwortungslos sehen, dass man das tut und das noch immer verteidigen oder darin gar nichts Falsches sehen, ist wirklich für mich das höchste Level an delusional und gestört, was ich mir so irgendwie ausdenken kann. To be honest, bei Gazelle ist es ähnlich. Ich mache Transsexualität nicht daran fest, wie jemand aussieht, wie jemand passt oder wie sich jemand kleidet, sondern ob diese Person an ihren Geschlechtsmerkmalen leidet. Wenn ich aber mitbekomme, dass Menschen ihre Beule zeigen, wenn Menschen das Trans-Thema kommerziell wirklich 10 von 10 ausbeuten und ausschlachten auf ihren Social-Media-Profilen, dann habe ich schon einige Zweifel daran, ob das auch alles so legit ist. Und vor allem, wenn man mal bedenkt, dass Transmenschen in der Regel Geschlechtsdysphorie haben und sich auch in die Gesellschaft integrieren wollen als das gefühlte Geschlecht und dann Gazelle und Gio durch die Gegend springen und das Ganze als eine reine Ästhetik an ihre Zuschauer verkaufen, ihnen Hormone andrehen wollen, dann kritisiere ich das halt natürlich, ne? Also kommen wir jetzt aber zum Hauptthema des Videos, ne, warum ich jetzt hier vor dieser Kamera sitze. Gio und Gazelle haben entschlossen, dass sie eine Beziehung führen. Okay? Und das nicht einfach so bekannt gegeben, sondern mit einem kinohaften Trailer. Und nicht nur das, sondern auch mit 250.000 Videos, Fotos, TikToks,
alles drum und dran. Es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die das denen abnehmen. Ich schwöre, Leute, also wirklich Deadass, die das glauben, ne? Die wirklich denken, das ist real und nicht einfach nur für PR, für mehr Klicks, mehr Follower, sondern, ne, das ist legit, that's a real couple, real life, okay? So süß, viele haben es schon vermutet, jetzt haben sie es offiziell gemacht. Jialu und Gazelle sind ein Paar und sind offiziell zusammen und posten seit heute ganz, ganz süße Pärchenvideos. Und dass verschiedene Influencer vielleicht ein bisschen Drama machen, um sich relevant zu halten oder sich Sachen ausdenken. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde, es gibt schon unmoralischere Dinge, die Menschen tun können. Wie zum Beispiel verschreibungspflichtige Medikamente an Menschen weiter zu empfehlen, die sie eigentlich nicht brauchen, you know. Warum ich aber darüber spreche, ist folgendes. Dort tragen sie ihre Hormone auf und machen halt das zu so einem Couple-Ding, Beziehungsding. Wir sind beide trans, wir tragen unsere Hormone auf und leben unser Leben. Und ich möchte vor allem den jungen Followern, die das sehen, jetzt mal Folgendes mitteilen, ja? Egal, ob ihr denkt, ob die beiden wirklich trans sind oder halt eher nicht, oder ob ihr der Meinung seid, dass alle möglichen Menschen Hormone nehmen dürfen und dafür auch kein Rezept brauchen, keine Diagnose gestellt werden muss, sondern die sollten es einfach in der nächsten Apotheke bekommen, wenn die wirklich trans sind, weil trans ist keine Diagnose, sondern einfach nur, ja, wie du halt bist und du kriegst dann auch einfach sofort Hormone und da muss man sich auch nicht sicher sein, ob das wirklich der richtige Weg ist, sondern das soll einfach passieren, wenn du das sagst, okay? Selbst wenn du diese Meinung hast. Stellt euch doch bitte mal vor, wenn es jetzt um eine andere vergleichbare Diagnose geht, ne, die auch oft mit Geschlechtsdysphorie im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Depressionen. Stellt euch vor, ich und mein Partner haben beide Depressionen und wir filmen auf TikTok eine Morgenroutine, wie wir beide am frühen Morgen unsere Antidepressiva schlucken und dann im Spiegel schauen und weinen und das dann hochladen. So, überlegt euch mal bitte, was ich damit nach außen trage an Menschen, die das sehen. Erstmal romantisiere ich diese Diagnose, stell die als irgendeine Art Ästhetik dar, als wäre es irgendwie begehrenswert oder als wäre es irgendeine wunderschöne, tolle Sache, die andere Menschen auch sein sollten, wenn sie diese Ästhetik haben wollen. Und ich kläre auch null darüber auf, was das überhaupt ist, warum ich das überhaupt nehme. Es ist einfach nur Teil meiner Morgenroutine mit meinem Partner, was ich dann auf TikTok poste. Es führt zu einer Demedikalisierung, was nicht Gio und nicht Gazelle schadet, sondern Transpersonen. I said what I said. Habt ihr jemals Gazelle oder Gio über Risiken aufklären hören oder irgendwie darüber generell aufklären hören, was Transsein wirklich ist, die Diagnose dahinter, der Therapieweg, alles Mögliche in einem aufklärenden Beitrag, wo es nicht als irgendeine Ästhetik oder irgendwas Oberflächliches an euch weitergeben wird? I've waited for this moment. Something that might mean nothing to you means a lot to me. Like shaving my face for the first time. It's those little things bringing me happiness. And I wish you could see my joy so that I can share it with you. Becoming the person I was always meant to be. Und ich habe mich schon durch viele Videos durchgeklickt und ich habe nie irgendwie ein Verständnis bekommen, dass darüber aufgeklärt wird auf irgendeine Weise, sondern einfach, dass es romantisiert wird und als irgendwas Tolles, Begehrenwertes und whatever an junge Menschen weitergeben wird. Und dass die beiden mittlerweile auch einer der größten Trans-Influencer in Deutschland sind und das bringen und nach draußen ballern, überlegt euch doch mal, was die Konsequenzen davon sind. Oder haben das schon Menschen total vergessen? So, mittlerweile denke ich halt wirklich, dass darüber gar nicht mehr wirklich nachgedacht wird. So. Entschuldigt den Ventilator da hinten, aber ich muss den kurz anmachen, weil ich gerade wirklich verrecke von dieser Hitze. Oh mein Gott. Aber ich schlage vor, dass wir uns noch ein paar TikToks gemeinsam anschauen. Vielleicht gibt es ja auch einige von euch, die denen es wirklich abnehmen. Let's see. Showing my girlfriend the demo of the love song I wrote for her. Super nervous.
Also wäre es halt real und wäre es aufrichtig, wäre es süß, aber den Umständen entsprechend finde ich es halt einfach, ja, sad. Wenn du und deine Beziehungsperson random im Style matchen. Beziehungsperson. Macht es Sinn, wenn von der Person die Pronomen er und ihm sind, dass man dann trotzdem lieber sagt Beziehungsperson als mein Freund? Also, does it make sense, y'all? I don't know. Ich weiß ja schon, wie das mir einige auslegen werden, dass ich niemandem sein Glück gönne. Lass sie doch glücklich sein. I wish, Leute, it was real. I wish. Aber I know it's not. Und vor allem noch auf den Kosten anderer Menschen. Okay, Leute, ich denke, hiermit beende ich das Video. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt, was eure Gedanken allgemein dazu sind. Und ja, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.